schauen wir uns noch schnell die Decks an von dieser Woche. Mit diesem potenziellen 3-0-Deck habe ich nur 2-1 gespielt, das Finale verloren. Das Deck hat sich wahnsinnig stark angefühlt. Was wohl daran liegt, dass es auch unglaublich stark war. Ich meine, wenn man schon nur mal die Uncommons ansieht und die Rares, das war unglaublich stark, das Deck. Dann mit diesem Deck hier habe ich auch 2-1 gespielt. Ich glaube, das Deck war ein bisschen schlechter, aber hatte doch auch gewisse Karten, die richtig, richtig, richtig stark waren. Das Monster, glaube ich, hat etwa das meiste gewonnen, was zu gewinnen war. Die Maskerade war echt auch stark. Ja, und mit dem letzten Deck, da habe ich zwar die Ticks mit nach Hause genommen, in Form von der Ancestral Vision, aber ansonsten habe ich mit dem Deck ordentlich mal leider die erste Runde verloren. Ein bisschen unglücklich, muss ich dazu sagen. Sprich, ich habe mal genau 5 genommen im einen Spiel und bin halt auf 2 Ländern stehen geblieben. Und im dritten Spiel habe ich mal genau 6 genommen und bin dann sehr knapp gestorben, weil mir halt mit dem Strength in Numbers ein Damage gefehlt hat. Ja, auch das passiert. Bin ich jetzt nicht so traurig drüber, einfach weil ich noch ein bisschen Money gerippt habe. Im Allgemeinen geht es dem Account auch sehr gut. Ich bin jetzt gut über 400 Ticks drüber. Und das hier noch zusammenrechnet, 18 Booster. Ja, bin ich wohl etwa bei 450 Ticks umgerechnet. Ja, was schon ein guter Aufwärtstrend ist. Hoffen wir, wir behalten den so bei. Ja, und ich freue mich schon auf in 2 Wochen, weil ich zähle schon die Tage, wo man Timespile dann auch mit dem ganzen Block draften kann. Und ich hoffe, dass es da dann richtig Money gibt. Ich glaube auch, dass ein Set oder ein Draftset ist, dass man einfach dann grinden muss, um möglichst viele Gäufen und Growth of the Burn Willows und was auch immer zu öffnen. Bis nächste Woche.